So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Oh yeah, im letzten Part sind wir in dieser wunderschönen kleinen Stadt angelangt und haben erfahren, dass Team Rocket hier ein bisschen Stress macht. Der Rüpel ist doch schon verschwunden, vom Brunnenstand, aufgrund dieses Mannes. Oh, hallo, Christa, was geht, Mann? Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich stelle mir das so lustig vor. Da steht einfach so ein Typ, dann kommt von der weiten Ferne irgendein alter Mann angerannt. So, runter vor meinem Rasen, like, und der Typ fällt in den Brunnen. Ich bin so hart auf meine Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ha, mir ist nicht zu helfen. Christa, zeige ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Nein, I fight for my friends. Und für die tue ich das jetzt hier. So, Mist, ich stand da oben als Wache. Als ein Verrückter vorbeikam, meinte und mich angeschrieben. Ich bin so erschrocken, dass ich hier heruntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Dann versuch's doch mal. Ich werde gerne dazu bereit sein, deinen Sandsack zu spielen. Naja, beziehungsweise dir diese Illusion vorzugeugen. Und in Wirklichkeit bist du nämlich du, mein Sandsack, mit deinem Radfratz. Okay, was habe ich überhaupt vorne? Das weiß ich gar nicht mehr. Onix, oder? Ja. Onix. Ein bisschen möchte ich es im Team behalten mit seinem mächtigen Tackle-Angriff. Guck mal, macht er wahrscheinlich... Oh, er senkt erstmal meine Verteidigung. Macht wahrscheinlich trotzdem nicht mehr als einen Schaden. Könnte ich vermuten... Uiuiuiui. Immer mal ein Kreideschrei jetzt hier. Und eins. Oh, sogar zwei. Oh nein, wir sind in ernsthafter Gefahr. So, Radfahrtsverteidigung sinkt stark, ja. Ich frage mich, ja, was frage ich mich, ob Onix Steinwurf lernt, relativ bald. Das wäre irgendwie schön, weil mit Tackle allein kommt man ja nicht weit. Das war sogar ein Critical Hit. Ich sage ja, irgendwie der Kreideschrei, man hat das Gefühl, der bringt nicht so mega viel hier. Aber wir sehen auch noch ein recht niedriges Level, nicht wahr? Und er kann es auch einfach darauf schieben. Oh ja, da bringt er aber viele Erfahrungspunkte, beziehungsweise der bekommt viele Erfahrungspunkte. Nochmal das gleiche? Ja, komm. Das gleiche Spektakel nochmal. Ha, ihr habt's schon angemerkt, Onix ist so ein Phänomen für sich. Ich meine, denkt mal zurück an die erste Generation. Es gab nur 150 Pokémon und Onix war eines der größten davon, wenn nicht sogar das größte. Weil gerade gab's ein größeres? Ich glaube nicht tatsächlich. Eine riesige Steinnatter ist es. Trotzdem ist der Angriffswert niedriger als bei einigen knuffigen anderen Pokémon, die sogar Pikachu, glaube ich, teilweise hat sogar einen höheren Angriff. Und das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man das so bedenkt. Aber na gut, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Und diese Radfratz hier, die machen mir doch ein bisschen zu schaffen, kann man schon fast sagen. Merkwürdigerweise. Ja, ja, jetzt weiß ich, wie Rocco sich gefühlt haben muss als erster Arenaleiter. Aber immerhin... Wow, Critical Hit jetzt hier. So, aber immerhin... Ja, schade. Immerhin müssen wir nicht gegen dieser Samo da Shiggy kämpfen. Wow. Es hätte knapp werden können, wenn das ein Crit wäre und mit einem kleinen Roll noch dabei. Mit ein bisschen Min-Max-Schaden und so weiter. Aushebeln und Level Up! Jawohl, jetzt der Steinwurf, bitte. Nein, schade. Naja, aber die Verteidigung ist ziemlich gut natürlich. Ah, heute ist nicht mein Tag. Christa hält Geld und schickt 5 Millionen Euro davon nach Hause. Ja, das war sehr nett. So. Wo ist denn mein. Aber Item wahrscheinlich. Habe ich überhaupt noch Tränke? Doch, ich habe noch welche gekauft. Ja, hier, ich wollte schon sagen, ich muss die ganzen Sachen mal sortieren, aber hier gibt es ja leider keine automatische Sortieren-Taste. Nein, so einen Luxus hatten wir damals noch nicht. Nein, das mussten wir alles noch per Hand machen. Man konnte auch die Items, glaube ich, nur austauschen und irgendwo zwischenschieben. Beziehungsweise, vielleicht haben wir das hier ja schon geändert. Mal gucken. Nein, nur austauschen. Tja, ja, ja, das war... Ups. Verdammt, ah, falsche Taste gedrückt, ich wollte das gar nicht benutzen. So, und hier lasse ich meine Wut jetzt aus, weil ich das Item falsch benutzt habe. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzutrennen. Ja, versuche uns alle zu besiegen. Heißt das so viel wie, ihr macht es dann? Das wäre nett, Mensch. Okay, dann hauen wir da mal rein. Du siehst aus wie Cassidy aus dem Anime. Cassidy und Butch, wer die beiden noch kennt. Ja, ja, ja. Weil sie so Jesse und James hat. Hätte ich jetzt Steinwurf, nicht wahr? Hätte Fahrradkette und so weiter. Kreideschrei erst einmal. Eine andere Wahl habe ich ja nicht wirklich. Nicht so ganz. Der Blutsauger, der macht bestimmt unheimlich viel Schaden. Ungefähr eins. Ja. Sehr akkurat. Tackle-Attacke, Onix. Ich finde übrigens, muss ich nebenbei mal anmerken, dass Pokémon Kristall dafür, dass es so alt ist, ziemlich gut gealtert ist. Dafür, dass es so alt ist, ist gealtert. Ja. Damit meine ich, ich finde die erste Generation ist nicht besonders gut gealtert, weil da einfach das System nicht so wirklich funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber da gab es ja doch sehr viele Fehler und so weiter. Aber hier bei Kristall, na wie gesagt, das Kampfsystem ist schnell und irgendwie fühlt es sich alles gut an. Auch wenn man natürlich ganz andere Mechaniken gewöhnt ist, aber doch finde ich schon. Gut gealtert, muss man sagen.
Falls ihr mit dem Begriff gut gealtert nicht anfangen könnt, gut gealtert, das sind einfach Spiele, die schon sehr alt, oder generell Dinge, aber ich beziehe es einfach mal auf Videospiele, Spiele, die schon sehr alt sind, aber heute trotzdem immer noch, ja, so funktionieren, wie sie damals gedacht waren. Damit meine ich, dass man nicht entnervt an das Spiel rangeht, weil es einfach zu anstrengend ist. Ein gutes Beispiel da wäre für meiner Meinung nach Assassin's Creed 1. Ich mag die Assassin's Creed-Reihe, vor allem die Ezio-Spiele. Aber der erste Teil, der ist so schlecht gealtert, dass es einfach ultra anstrengend ist, den nochmal zu spielen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch für den Vergleich, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Genauso ist es halt mit den alten Pokémon-Spielen. Rot und Blau, eher anstrengend. Kristall fühlt sich immer noch sehr gut an. So. Die Attacke ist nicht so effektiv. Oh, da umklammert er mich ja einfach. Wie kann er es denn wagen? Aber du ziehst mir nicht sonderlich viel ab mit deinem läppischen einen Schadenspunkt hier. Tja, ja, Silberblick. Aua! Guck mir nicht in meine Augen. Guck mir nicht in die Augen vor allem. Ja, das möchte ich nämlich nicht so ganz. Der Tackle 11. Oh, das wird gleich wieder ein Level abgeben, Leute. Ja, die Kämpfe ziehen sich gerade ein bisschen. Onix muss erstmal eine vernünftige Attacke lernen. Dann haben wir da auch was Gutes gegen Kai, fällt mir gerade auf. Halt mal instant. Ne? So, gib mir. Ernsthaft. Ernsthaft, jetzt vergiftet er mich noch. Pass auf. Oh nein. Ich bin auch noch vom Wickel erlöst. Wie nett das ist. Onix ist übrigens vergleichsweise gar nicht mal so langsam. Möchten wir mal merken. Stardust ist langsamer, obwohl es ja die Weiterentwicklung ist. Ein seltsames Phänomen, aber das gibt es ja manchmal. Du vorlautes Balk. Ein netter Teil. Einen Teil nach Hause. So. Sehr schön. Christoph findet Trank. Und da seht ihr diesen wunderschönen Sprite von Fleckmon. Verdammt, ich habe nicht übergerechnet, dass da nur einer steht. Wir sollten aufhören, den Fleckmon hier Route abzutrennen. Wenn wir auf dich hören werden, wäre der Ruf die Rocket ruidiert. Das ist fast exakt das gleiche gesagt wie das Mädel vor dir. Schämst du dich nicht, ihr einfach den Text zu klauen? Und du hast auch noch drei Pokémon. Möchte ich wirklich alle mit Onix bekämpfen? Na, ich weiß ja nicht. Das erste Radfratz, damit ich ein Level abkriege, danach wechsle ich mal. Und ich möchte auch wissen, ob Onix dann eventuell eine neue Attacke lernt. Uiuiui, dieser Schaden. Dramatische Dinge passieren. Ich bin aber immerhin schon mal nicht schneller. Also ich bin schneller, aber der Ruckzuckhieb, der priorisiert mich natürlich da einfach mal aus. Das war natürlich exakt die richtige Formulierung, wie man das sagen sollte. Deswegen benutze ich hier weiter den Tackle. Onix Ben Tackle. Der Ben Tackle. Oh, heißt das eigentlich, man muss Ben heißen, um dieses Spiel effektiv spielen zu können, weil die Attacken sonst alle daneben gehen? Frage über Fragen, aber das wäre merkwürdig, denn ich heiße ja nicht Ben, habe meinen Charakter auch nicht so genannt und trotzdem haben wir bisher einige Male getroffen. So, Level Up. Wenn er Steinwurf lernt, lasse ich ihn drin. Klammergriff. Yay. Ah, so Onix. Lass erstmal Weberak dran hier. Ein anderes übermächtiges Zubat? Ich habe irgendwie Radfratz gerade im Kopf gehabt. Keine Ahnung warum. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so clever gewesen, der Wechsel. Ich habe Umklammerung. Ey, guck mal, wie viel Schaden das macht. Das macht sich ja sehr viel. Ey. Ah, ist das schön. Was habt ihr eigentlich so für eine Art Spieler? Ich habe nämlich oft gelesen, dass sie bei vielen normalen Playthroughs bei Pokémon schade finden, dass die meisten immer nur OP-Pokémon ins Team nehmen. Und wie ist da so eure Spielvariante? Oh Gott, das mache ich lieber Weberei, das dauert viel zu lange hier. Spielt ihr lieber mit starken Pokémon, wenn ihr so einfach für euch spielt, oder einfach mit Pokémon, die ihr mögt? Damit meine ich jetzt nicht Wettbewerbspersonen, sondern einfach nur, ihr kauft eine Edition und spielt das Spiel durch. Also mir ist immer so, ich fange einfach die ich cool finde. Ja, genauso wie hier. Ich meine, Weberak und so sind jetzt gerade nicht Pokémon, die vor Energie nur so strotzen. Also Energie vielleicht schon, aber besonders mächtig sind sie dadurch nicht gerade. Radfratz mit dem Hyperzahn. Und Radfratz ist ja einer unserer stärksten Member derzeit. Einfach mit dem Hyperzahn. Guckt euch das mal an. Das ist schon ganz schön heftig. Muss man dem mal anmerken. So, ich werde kurz Onix ins Rennen schicken. Und danach wieder zu Radfratz wechseln. Einfach damit Onix ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Und eventuell eines Tages noch eine Attacke lernt, die nicht schlecht ist. Ja. Guck mal, kommen wir sogar hier, weil das eine andere Attacke ist, mal nach vorne wechseln. Sehr schön. Onix, lass das mal Radfratz machen. Schluck auf. Verzeihung. Gegner benutzt Zubat Blutsauger. Andersrum. Gegner Blutsack. Was? Blutsack? Zubat und Blutsauger. Das kann irgendwie Blutsack raus. Warum? Der Hyperzahn. Na, reicht einfach ein One-Kill. Guckt euch das an. Gut, ich bin 4 Level höher. Das ist eine starke Attacke. Und kriegt Step und so. Aber hey, eine Leistung muss gewürdigt werden. Du bist zu stark. Danke.
Was geht? Boom, ein Flagmob mit abgeteilter Route. Es trägt einen Brief. Lesen? Christa liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Flagmon. Danke, Papa. Oh nein, wieso? Ein Flagmob mit abgetrennter Route. Ich tu mir leid. Ich meine, den Schmerz werden sie wahrscheinlich eh erst in 60 Jahren oder so spüren, weil ihr wisst ja, bei Flagmon ist alles ein bisschen langsamer. Aber trotzdem, was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Du bist ja sogar unser wichtiger Typ, oder? Oder war gerade ein Stärkefelsen links. Was mir natürlich noch nichts bringt. Rocket Rüpel. Ne, du bist auch ein ganz normaler Rüpel. Aber dein Smogon ist bestimmt... Oh ja, Level 14. Will ich das mit Onix machen, Leute? I don't think so. So, wer möchte kämpfen gegen das Pokémon Smogon? Radfratz möchte. Ich denke, der Überzahn wird aber nicht allzu viel Schaden machen, weil Smogons Verteidigung natürlich nicht von schlechten Eltern ist. Die physische. Die spezielle schon eher, aber die... Auch noch vergiftet, oh Gott. Radfratz, was tun wir denn jetzt? Wir greifen mal an und gucken, wie viel Schaden macht. Hoffentlich die Hälfte, aber naja. Das war eigentlich abzusehen, dass es nicht die Hälfte machen wird. Ich versuch's nochmal mit Hyperzahn. Wenn ich das überlebe, dann... Nicht mal einen Trank. Wobei, ja, Tackle leider... Nee. Voll verkalkuliert. Und der Smog, der reicht natürlich jetzt auch. Super leid, Radfratz, I'm sorry. Boom. Einfach platt gemacht. Na gut, was machen wir denn jetzt, ist die Frage der Fragen. Sogar mal Unix probieren. Aber ich mach's nicht. Ich benutze einfach Kanimani. So, los, Kanimani. Mit Kofensa kann ich da natürlich auch nicht viel reißen. Und die Aquaknarre wird dafür natürlich sorgen, dass Smogon besiegt wird. Dankeschön. Oh, wow, krass. Reicht nicht mal aus. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Verdammt, ich noch eins. Kratzer hier, weil es so schön ist. Bam, auf hier, Schlitz. Danke. So, oh, das sind einige Erfahrungspunkte. Und ich habe schon noch wieder bald ein Level-Up dadurch. Für heute war es okay, aber beim nächsten Mal wird alles sauber. Okay, danke. Kein Ding. Yeah, Team Rock wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Das klingt, als würde er sich auch mal freuen. Yeah, wir wurden zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Ich muss gerade wieder an Pokémon XY denken, wenn sie mal die Faust so hebt. Ja! Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Schon mal darüber nachgedacht, dass ich das eventuell nicht möchte. Arme Flagmon. Weiter so, Christa. Team Rocket ist abgehauen. Mein Rücken geht schon besser. Lass uns gehen. Okay, danke fürs Rausteleportieren. Azalecity mit der schönen Musik wieder. Hi Christa, du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich hier habe, aber bitte nimm es. Mit Köderbein. Ich mochte das System sehr gerne. Und wenn es leider sehr lange dauert. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bringe sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Welche Aprikoko? Ja, die einzige, die ich habe. Eine, okay. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Immerhin kann man noch direkt mehrere abgeben. Ich muss jetzt Opa helfen. Wir machen die hervorragende Ball. Warte mal ab, du. Okay. Wird immer noch nicht gemerkt, dass mir der Schwanz fehlt wahrscheinlich. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Okay, da sagen wir doch genau das gleiche. Ja, Leute. Das heißt, ganz kurzer Abstecher im Pokémon Center. Und dann sind die ganzen Flagmon, die jetzt hier wieder in der Stadt herumstehen. So, wollen wir nochmal gucken, was Kai so drauf hat, falls wir überhaupt schon zu ihm kommen. Wobei, gut, bei Falk hat es jetzt auch nicht sonderlich lange gedauert. Und die Muster hier in den Arenen der früheren Generation waren ja noch sehr, sehr simpel. Allerdings mit großartigen Rätseln, wenn man von Pyro absieht. So, Flagmon. Ja, ich würde gerne wissen, ob denen auch die Route fehlt, aber das werden wir wohl nie erfahren. Hey Kumpel, was geht? Jo, Herausforderer, Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr, sehr hart. Mal sehen, Käfer-Pokémon mögen kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Alles klar. Oh nein, Doppelkampf, Leute. Ach, natürlich nicht. Das gab's hier doch noch gar nicht. Mann, du möchtest zum Leiter. Erst sind wir dran. Ach so, warte mal. Kämpfe ich trotzdem als Zwillinge? Das kann natürlich sein. Ja, okay, alles klar. Aber kein Doppelkampf natürlich. Die sehen irgendwie strange aus. Ute und wie hieß die andere? Eva? Mit Ladybar. Mit Ladybar. Gute Spezialverteidigung. Gut, dass ich eher physisch angreife. Kreideschrei und... Nö. Super Schal. Oh Gott, wir schreien hier rum und keiner hört's. Hallo? Ja, jetzt höre ich es aber. Jetzt höre ich es leider etwas zu deutlich.
Wisst ihr was? Das tue ich mir gar nicht an. Und ich wechsle lieber mal direkt zu... Debarak. Ich habe ja hier Giftstachel, was ja sehr effektiv ist, wie ihr vor kurzem noch gelernt habt beim neuesten Part von Zul'Shubarus Pokémon Kristall. Naja, so neu war der Part gar nicht, aber irgendwann habe ich es mal erwähnt. Wahrscheinlich wusstet ihr es sowieso noch. Also, wem sage ich hier überhaupt irgendwas? Giftstachel! Ah ne, das haben sie ja schon rausgenommen. Okay, da war es nur in der ersten Generation. Ich dachte in den ersten beiden noch. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Na egal. Ich greife trotzdem mal. Wir machen uns beide ja gegenseitig nicht allzu viel Damage. Muss man mal so nebenbei anmerken. Auch wenn du mich tackelst, das macht mir nichts. Außer Schaden. Aber sonst macht es nichts. Yay, Gift. Sehr schön. Das heißt, eventuell besiegen wir es schon in dieser Runde jetzt. Hier funktioniert das Gift ja auch noch anders, und zwar achtet drauf, nicht am Ende der Runde, sondern immer nachdem das Pokémon, das vergiftet wurde, angegriffen hat. Also in diesem Sinne jetzt, ja... Natürlich, die erste Verwirrung im Spiel und ich verletze mich prompt. What the hell? Das war jetzt nicht so cool. Okay, pass auf, ich wechsle wieder zu Onix. Wenn er mich tackelt, dann soll er mich ruhig tackeln. Dann kriegen wir aber gleich noch ein Level up, Leute. Und Onix, beide. Der absolute Oberhammer. Natürlich wusste er, dass ich wechsle. Aber Giftschaden kriegt er trotzdem noch. Ja, seht ihr, er hat angegriffen und kriegt den Giftschaden. Gut, dass sie das geändert haben. Wobei, es ist auch interessante Mechanik eigentlich. Aber, oh, es bringt gar nicht mehr so viel. Gar nicht mehr so viel Punkte, wie ich dachte. Aber es reicht für ein Level up. Bei beiden. Yeah. Sehr schön, was hast du jetzt noch? Weberak. Ja, jetzt kommst du mit deinem eigenen Weberak. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt kommen die Strats hier. Richtig gemein. Guckt euch an, wie knuffig es aussieht. Kreideschrei, da raste ich richtig aus vor Freude. Ah. Ich grimassiere mich nicht. Gott, das sieht aus, als würde meine Augen rausbrennen. So, ah, meine Augen! Okay, Tackle-Attacke. Verlangsame mich ruhig. Du bist kein Ding. Offensichtlich bin ich das ja eh schon. Nach deiner Grimasse. Giftstachel nicht vergiften. Ich bin ein Onix, eine riesige Steinschlange, die nicht vergiftet werden möchte. Danke. Danke, danke, danke. Also noch eine Kreideschrei macht er doch ganz brauchbaren Schaden. Trotzdem, wann lädt er die nächste Attacke? Das ist die Frage. Wusstet ihr übrigens, dass Pokémon immer nach einem festen Levelmuster Attacken erlernen? Das habe ich ganz, also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das mal gemerkt habe. Also es gibt Pokémon, die erlernen bei jedem vierten und jedem fünften Level eine neue Attacke und so weiter. Und da hat jedes so ein ganz eigenes Muster. Es ist tatsächlich, glaube ich, niemals so, dass es nicht nach einem Muster geht. Hilfe-Pokémon sind cool und tough. Ich beweise es dir. Ja, dann mach das mal. Also jedes Pokémon hat da ein Muster und es ist nie, dass es absolut willkürlich ist. Man müsste immer darauf achten. Schaut es euch an und ihr werdet immer eines erkennen. So, was haben wir da? Raupi! Oh wow, ich bin zutiefst beeindruckt und ich wette, der Tackle von Onix wird trotzdem nicht allzu viel Schaden verursachen. Deswegen werde ich gleich vorsorgen und den Kreideschrei benutzen. Schrei mich nicht an, denkt das Raupi. Aber du kannst doch meine Initiative dafür senken. Ist doch auch was, oder? Bäm! Hat Ash nicht damals im Anime auch mit Raupi gegen Onix gekämpft oder war das Smetbo? Hat er da wohl schon... Doch, oder? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall auch mit Pikachu. Ne, Tauboga war das, glaube ich. Tauboga und Pikachu, oder? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Lasst mich doch in Ruhe damit, Mann. So, Tackle. Ach, Onix. Du machst es mir schwer, dich behalten zu wollen. Also je nachdem, wenn die nächste Attacke, die er lernt, eine coole ist, dann behalte ich ihn. Dann, wenn nicht, dann überlege ich mir das nochmal. Ach, du machst so wenig Schaden an einem Wurm. Schämst du dich nicht an einer Raupe? Wie kannst du es denn wagen? Bam. So, bringen wir nichts bisschen Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich eher ein... Oh, wow, doch. Mehr als ich dachte. Wesentlich mehr als ich dachte sogar. Und Hornliu. Hornliu. Machen wir doch. Tu mir aber einen Gefallen, Hornliu. Das sieht so riesig aus. Tu mir einen Gefallen und vergifte mich nicht. Okay. Alles klar. Das war jetzt ganz spannend gerade für mich. Ich musste wissen, ob er mich jetzt verwirren, vergiften wird oder nicht. So, ich hätte mal... Ich wollte eigentlich gerade zu Klammergriff greifen, aber... Der Button hat nicht rechtzeitig reagiert. Nein, jetzt hat er mich vergiftet. Danke, dass du auf alles scheißt, warum ich dich jemals gebeten habe, Hornyu. Du mich auch. So, jetzt kriege ich erstmal wieder 5 Milliarden Giftschaden. 4 und der eine KP, der da gerade noch zusätzlich abgezogen wurde. Ich habe es genau gesehen, du Schummler. Ja, der Giftstachel selbst macht natürlich nicht viel Schaden, aber... Das, was daraus resultiert, leider umso mehr. Aber ich sollte das eigentlich im Sack haben, außer Onix trifft jetzt 5 Milliarden mal hintereinander nicht. Dann könnte es schwierig werden. Ah, er macht sogar ein Critical Hit, weil er mir beweisen möchte, dass das kann und ein Level abkriegt. Oder auch nicht. Wow. Hm, du hast bewiesen, wie tough du bist. Dankeschön. Ein Teil nach Hause. So, erstmal ins Pokémon Center. Tadadam.
Schnell, Onix, halt durch. Onix, ah, Schutz wirklich, ich dachte schon. Onix, wir sind gleich da. Und zwar jetzt. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wie heilen Sie? Machen Sie wieder topfit. Bitte, soll ich das tun? Natürlich sollst du das tun. Glaubst du, ich komme zum Spaß hier hin? Ja, okay, danke. Dann heilen Sie bitte trotzdem. Wir benötigen deine Mon-Mons. Dankeschön, kommen wir das wieder vorbei. Ich glaube, würde ich ein Sammelmonster-Franchise erschaffen, dann würde ich es einfach Mon-Mon nennen. So, ab in die Arena. Und da gibt es natürlich noch andere Vortrainer, die kämpfen möchten. Sieht doch ganz gut aus bisher, das Team, oder? Ich würde sagen schon. So, Leute, das war aber erst einmal Pokémon Kristall. Freut euch, mir stört schon wieder, dass ich hier nicht mittig stehen kann. Warte, pass auf, dann werde ich das Äquivalent zu den Typen da rechts bilden. Das war Pokémon Kristall für heute. Morgen geht's hier weiter in der Arena von Azalea City. Bis dann. Ciao.